Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute kommt das lang erwartete Hair-Tutorial zu meiner Rockability-Tolle. Ja, das ist mein allererstes Hair-Tutorial und ich hoffe, ihr seid ein bisschen gnädig zu mir. Wie gesagt, ich mache ansonsten nicht so viel mit meinen Haaren, das wisst ihr. Und deswegen bin ich vielleicht bei dem ein oder anderen Step nicht so geübt, so könnt ihr es vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen. Nicht so geübt und habe leider auch nicht so das super Profi-Equipment, um das perfekt hier auszublenden und in Szene zu setzen. Aber ich denke, man erkennt ganz gut, dass ich eben hier vorne so eine Tolle habe und hier hinten so ein bisschen meinen Pferdeschwanz sehr hoch habe, antupiert und dazu so ein Haarband kombiniert habe. Und ja, wenn ihr wissen möchtet, wie ich das Ganze fabriziert habe mit meinen zwei linken Hairstyling-Händen, dann bleibt doch einfach dran und ich wünsche euch viel Spaß. So, starten wir. Als erstes teile ich mir hier vorne eine quadratische Partie ab. Ich hoffe, das könnt ihr gut erkennen. Und die werde ich mir jetzt zusammenzwirbeln und hochstecken, dass wir sie einfach aus dem Gesicht haben und wir uns erstmal um den Rest der Haare gut kümmern können. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Zur Ausgangsposition, also mein Haar ist mit Hitzeschutz eingesprüht und durchgekämmt. Und jetzt versuchen wir uns einen möglichst hohen, sehr stramm festen Pferdeschwanz zu machen. Ich benutze jetzt hier Haarspray, um an den Seiten und auch am Hinterkopf die Haare sehr straff an den Kopf zu kämmen und dass wir dann keine fliegenden Härchen, Babyhärchen, wie auch immer, dann noch haben, sondern dass es sehr säuberlich und akkurat aussieht. Das ist nicht ganz so einfach, weil man ja mit sehr viel Haar auf einmal arbeitet, aber mit ein bisschen Geduld bekommt man das hin. Sieht dann fast so aus, als hätte man eine Irokese. Genau, das haben wir jetzt geschafft. Sitzt alles sehr gut. Dann nehmen wir uns jetzt hier die vordere Partie wieder, machen den Knubbel auf. Und genau, das Glätteisen brauchen wir jetzt gleich. Vorab kämmen wir jetzt nochmal die Strähne sehr gut durch und teilen sie uns ab in kleine Bereiche. Und werden jetzt, indem wir das Glätteisen hier einmal drehen, ich hoffe, das habt ihr gut gesehen, so kleine Löckchen fabrizieren. Ich kann euch jetzt im Nachhinein nur den Tipp geben, macht die Strähnen ein bisschen dünner als jetzt hier bei mir am Oberkopf. Ich habe da relativ dicke Strähnen gemacht, das ging leider nicht ganz so gut. Also die Locken waren dann leider nicht ganz so schön und haben sich sehr schnell rausgehangen. Aber wie gesagt, ich hantiere nicht so oft mit dem Glätteisen und es ist mein erstes Tutorial, also nehmt ein bisschen Rücksicht auf mich. Genau, das mache ich einfach mit dem ganzen Vorderkopf und habe dann jetzt hier versucht, die untere Partie nochmal so ein bisschen nachzulocken. Aber wie gesagt, das ist bei mir ja alles nicht professionell, ne? Jetzt nehme ich mir hier so kleine Strähnen nochmal und sprühe den Ansatz ein und tupiere mir diesen. Denn wir möchten uns ja vorne so eine richtig schöne Tolle gleich kreieren und dafür brauchen wir jede Menge Volumen im Haar. Wenn ihr von Natur aus schon sehr voluminöses Haar habt, könntet ihr diesen Schritt wahrscheinlich weglassen. Aber bei mir ist es einfach so, dass ich ganz, ganz feines, dünnes Haar habe. Und da muss ich ordentlich ackern, dass ich wirklich dann da mal ein bisschen Volumen zumindest reinbekomme. Genau, jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie Elvis und kämmen uns das glatt, also nicht durch, sondern nur so ein bisschen die Ränder glatt kämmen, dass das Volumen trotzdem bleibt. Und jetzt fangen wir an, diese Tolle zu drehen. Das ist ein bisschen Fummelarbeit, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe für diesen Schritt auch wesentlich länger gebraucht, als es hier den Eindruck macht. Und wenn ihr dann zufrieden seid, wie eure Tolle aussieht, dann könnt ihr das mit Bobbypins am Kopf feststecken. Und nochmal ein bisschen nachjustieren, so also glatt streichen und auch mit Haarspray dann nochmal die fliegenden Härchen beseitigen.
So lange, bis ihr zufrieden seid, könnt ihr eben mit dem Haarspray dann arbeiten und feststecken. Es soll ja auch gut halten, nicht wahr? Genau, hier noch ein bisschen gezubbelt und da noch ein bisschen Haarspray. Und dann sitzt die Tolle auch. Ich finde es sehr cool. Die Leute auf der Straße haben mich zwar ein bisschen merkwürdig angeguckt, als ich am Nachmittag dann damit draußen war. Aber ich fand es mal eine nette Abwechslung. So, jetzt habe ich mir meinen Pferdeschwanz auch noch ein bisschen antupiert, weil ansonsten würde da eben so ein ganz glatter Aal runterhängen und das fand ich einfach nicht schön. Man könnte die Haare hinten dann auch nochmal locken und dann zum Beispiel auch am Hinterkopf feststecken. Das haben die Damen dieser Zeit auch sehr gerne getragen. Mir gefiel allerdings jetzt hier dieser Pferdeschwanz besser. Und genau, dann haben wir hier noch ein Haarband verwendet, einfach um meine kahle Stelle oder sehr freie Stelle durch mein extrem dünnes Haar so ein bisschen zu kaschieren, zu verdecken, wie auch immer. Einmal zum einen das und dann haben die Damen damals auch sehr gerne solche Haarbänder getragen in den lustigsten Variationen und deswegen, wir wollten ja einen Rockabilly-Look haben und da dachte ich, passt dieses Haarband noch sehr gut dazu. Ja, wie gefällt euch der Look? Also ich find's klasse.